Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda The Missing Link, welches ein Interquell ist zwischen Majora's Mask und Ocarina of Time. Ich erkläre gleich alles weitere. Hier oben habe ich schon einen Test frei gemacht, weil ich gucken wollte, ob alles geht. Wir machen aber nochmal ein neues. Nenne ich auch Link, weil... Warum nicht? Ist viel lustiger, den Protagonisten, shit, Link zu nennen anstatt Zelda. Ja. Pfeil 2, yes. Von Generation zu Generation wurde in der Königsfamilie eine Legende weitergegeben. Darin ging es um einen Jungen, der friedlich in einem Wald lebte. Doch eines Tages tauchte eine magische Fee auf und informierte den Jungen, dass der König des Bösen wiederkommt. König Garnon. Ich kann nicht so schnell lesen. Der Junge brach auf zu seinem heroischen Abenteuer. Zusammen mit seiner Fee Navi. Mann, so schnell kann ich immer noch nicht lesen. Er reiste durch die Zeit und schon bald stand der Garnon gegenüber. Der dabei war, Hyrule zu übernehmen oder so. Ja. Nachdem Link Garnon besiegt hatte, sendete Prinzessin Zelda den Held zurück in die Kindheit, damit er sie nachholen konnte. Es ist gesagt, dass seitdem der Junge seine Quest abgeschlossen hat, seine Fee verschwunden ist. Aber wo ist Navi hingegangen? Jo, der Text war viel zu schnell. Alter, das ist die Brücke. Ich würde gerne ein bisschen erklären, was das ist, aber... Sieht gerade schlecht aus. Wir sind mitten im Intro. Ah! Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit zu erklären. Jo, Kokiri hat sich ganz schön verändert. Was ist das hier? Das ist ein ROM-Hack von Kaze oder KC oder I don't know, wie sein Name ausgesprochen wird. Ist sehr irritierend, dass er genauso heißt wie ein Studio, was in Deutschland Animes lizenziert. Aber ja, jedenfalls, das ist ein talentierter ROM-Hacker. Und das hier ist eine der wenigen vernünftigen Legend of Zelda ROM-Hacks. Ich würde sogar sagen, mit einer der ersten größeren ROM-Hacks, wo versucht wird, ein vernünftiges Zelda nachzustellen, was sich so anfühlt wie ein Original-Zelda und nicht, ja, wir spielen ein bisschen rum, verändern die Texturen und bla. Nein, hier wurde versucht, wirklich ein vernünftiges Interquell zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask zu machen. Zumindest habe ich so gehört. Ich habe selber nur minimal den Anfang gespielt und ansonsten weiß ich genauso wenig wie ihr. Ich hoffe, wir werden nicht zu sehr an den Rätseln hängen. Des Weiteren gibt es das Spiel nur in Englisch. Ja, ich werde mein Bestes geben, vielleicht die Texte zu übersetzen. Vielleicht wird es auch zu viel und dann habe ich keinen Bock mehr, die zu übersetzen und lese die einfach in Englisch vor. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie lange ich motiviert bleibe, die Texte zu übersetzen. Okay, hier gibt es schon mal keine Rubine. Ansonsten sind wir hier in Kokiri, wie man schon sieht. Scheinbar hat sich die Gegend hier etwas verändert in der Zeit, wo Link weg war. Was so gesehen ein bisschen weird ist, weil so viel Zeit kann nicht vergangen sein. Ich sehe auch Link sein Haus, um ehrlich zu sein, nicht. Scheinbar haben sie sich gedacht, ja gut, der Junge kommt eh nicht wieder. Reißen wir die Scheiße einfach ab und stellen unsere Häuser einfach mal ein bisschen um. Why not? Kann ich den Dekobaum irgendwo sehen? Nee, aber ich denke mal, da in die Richtung wird's gehen. Ich gehe da jetzt mal lang. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen, aber es ist egal, ist egal. Ist nicht so wichtig. Du bist zurück? Und du hast deine Fee verloren? Ich wusste doch, das stimmt was mit dir nicht. Wenn du keine Brücke machen kannst, dann kommst du nicht rüber. Irgendwie so. Ich habe keinen Bock, das alles wortwörtlich zu übersetzen, weil das dauert mir zu lange.
Ich bin mir sicher, ihr seid auch begabt genug, die Texte selber zu lesen. Hallo. Oh, Link, du bist ja schon zurück. Du solltest Saria besuchen. Ich bin mir sicher, sie hat dich vermisst. Ihre magische Tür öffnet sich nur, wenn du ihren Song spielst. Okay, es ist eine Weile her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich habe nicht mehr so viel... Oh. Oh, da ist der Song. Finde ich gut. Wir spielen übrigens abgescaled auf 4K, meine lieben Freunde. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, dass es nicht aussieht wie matschige Scheiße. Was sehr irritierend ist für mich, weil die Texturen halt super matschig sind und ich zuletzt Majora's Mask mit einem sehr, sehr schönen HD-Texture Pack gespielt habe. Zuletzt vor einem Jahr. ja. Aber dieser ROM-Hack hier läuft auch auf Original N64 Hardware. So viel sei jedenfalls gesagt. Wo ist Navi hin, Link? Hast du sie verloren? Vielleicht hatte Mido recht gehabt über dich, dass du nur ein Stümper bist. Du bist keiner von uns. Oh, Krüge. Oh. Dekustäbe. Da sage ich doch nicht nein. Oh, Mensch, Tutorial, bla 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 bla. So viel weiß ich denn doch noch über das Spiel. Also, ich bitte euch. Also, ich bitte euch. Gib mir den Krug. Tschüss, Krug. Oh Gott. Ich kann nicht rückwärts springen. Was? Vorwärts geht, rückwärts nicht? Oh Gott. Nein, er wird verschwinden. Ach so, ich hätte einfach auch hochspringen können. Ja, gut. Ja, warum habe ich keinen Rückwärtssprung? Das irritiert mich. Okay. Im Haus gibt es scheinbar keinen Rückwärtssprung. Habe ich allgemein keinen Rückwärtssprung? Doch, okay. Also die Steuerung ist 1:1 gleich und ich sage euch mal was. Es fühlt sich wunderbar an. Ich liebe Majora's Mask und Ocarina of Time. Ich liebe alles daran. Falls ihr euch fragt, ich spiele mit Original N64 Controller. Hallo. Welcome back. Willkommen zurück zum in den Waldlink. Whatever. Nani? Wo ist Navi hin? Ja, wir haben sie verloren. Wir suchen gerade danach. Oh, hier ist Jump Action Action. Oh, das ist ein Herzteil. Oh, das ist ein Herzteil. Das brauche ich. Oh, boah, ich brauche die ganzen Herzteile. Ich bin... Oh, what? Wie soll ich da rüberkommen? Schaffe ich das überhaupt mit dem Sprung? Moment. Hä? Krieg ich noch? Moment. Das schaffst du nie im Leben mit dem Sprung. Ich muss noch Gleitstiefel oder so ein Shit bekommen. Nie im Leben schaffst du das mit dem Sprung. Nee, nee, nee. Das ist nicht möglich mit dem Sprung. Es wird noch die Gleitstiefel geben aus Ocarina of Time, definitiv. Da kommt man nicht rüber mit dem Sprung. Okay. Huch. Okay, Steine werfen. Kann er auch noch? Oh, Rubin. Oh mein Gott. Es fühlt sich einfach gut an. Ich sag's ganz ehrlich. Es fühlt sich so an, wie echt ein neues Abenteuer zu spielen in diesem Universum ist einfach geil. Auch wenn es nicht offiziell von Nintendo ist, ist mir scheißegal. Wenn es gut gemacht ist, ist mir das alles wurscht. Dann kann es wenigstens Headcanon werden. Wenn es gut gemacht ist. Von der Story her meine ich. Ja, vom Gameplay bis jetzt. Ja, ist okay. Ist alright. Du bist zurück, Link. Du solltest Saria besuchen. Ist oben auf der Hütte das Haus. Oben auf dem Berg das Haus, nicht oben auf der Hütte. Das wäre ein bisschen doof, wenn ein Haus auf dem Haus wäre. Klettern wir mal diesen wunderschönen Ranken hoch. Ich denke mal, das sollte ihr Haus sein. Wie sieht denn unser Menü eigentlich aus? Okay, wir haben definitiv weniger Items als in einem Original Zelda. Die Map ist auch kleiner, was klar ist. Also das ist auf jeden Fall viel kürzer als ein Original Zelda. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, meiner Meinung nach, weil... Ich nehme auch ein kurzes Abenteuer in Kauf, wenn es gut ist. Es muss gut sein. Oh, ich hab's drauf, Alter. Hätte nicht gedacht, dass ich's gerade nochmal so aus dem Kopf kann. Ich dachte, ich müsste nochmal nachgucken, aber... Alles safe, meine Freunde. Okay, danke dafür. Ich gehe mir trotzdem erst den Rubin da oben holen, weil ich ein alter Rubingeier bin. Obwohl, der ist aus Majora's Mask, der Rubingeier. Na,
Oh, da liegt auch noch ein Rubin, aber da gehen wir nachher hin. Geh rein hier jetzt, du Lump. Auch eine Cutscene. Link, hör mir gut zu. Dieser Wald ist in großer Gefahr. Ohne den Schutz des großen Dekobaums wird der Kukri weit langsam sterben. Noch schlimmer ist ein... Ich kann's nicht schnell genug übersetzen. Puh. Ebenfalls ist in der Truhe ein Geschenk von einem Freund. Bitte nimm dieses Geschenk, um die Feen zu retten. Jedenfalls geht ein Dämon rum, der wohl Feen klaut. Ich war zu überfordert, dass... Ich hatte Angst, dass der Text zu schnell weggeht und ich nicht schnell genug übersetzen kann. Oh, you got a soul charge Kokiri sword. Okay. Charge up a spin attack or attack with full health to fire a blade beam. Oh, fantastisch. What's in the chest? Wanted you to take it. No matter, so you probably won't mind if you borrow it for a while. Where's she anyway? Okay, Saria ist wohl weg und wir sollen das Schwert nehmen, hat eine Stimme aus der Truhe gesagt. Ist das jetzt direkt ausgerüstet? Es leckt ein bisschen, wenn ich im Menü bin. Das liegt aber daran, dass ich hochskaliere auf 4K, glaube ich. Aber ist okay. Im Menü ist okay. Oh, das ist fantastisch. Das ist wie in Dings in A Link to the Past und The Link Between Worlds war es, glaube ich, auch so. Ich liebe es. Das ist ziemlich fantastisch. Das ist ziemlich fantastisch. Ist der Rubin wieder gespawnt? Ach, den gehe ich mir doch direkt nochmal holen. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir in dem Spiel mit so viel Rubin machen können, aber ist okay. Hat es jetzt angefangen zu regnen? Ja, ne? Die Musik ist auch weg. Okay. Jetzt wird's ernst, meine Freunde. Das wird ernst. Upp. Den Rubin lasse ich nicht liegen. Sagen jetzt immer noch alle dasselbe oder haben jetzt sich ihre Dialoge geändert? Das wird ziemlich krass. Oh, das ist ja geil. Ah, Dämonen haben unsere Feen gestohlen. Also hast du Navi gar nicht verloren. Es tut mir so leid, dass ich an die gezweifelt habe, Link. Oh, das ist cool. Oh, ich bin jetzt schon ein bisschen Fan davon. Der Dämon hat meine Feen geklaut. Hat er Navi auch mitgenommen? Ich hoffe, dem Feen geht's gut. Bitte, Link, rette sie. Oder ist das, wenn das so die Story ist, das finde ich niedlich. Das finde ich eine schöne, süße Story. Die passt. Ein bisschen weird, dass jetzt hier die komplette Musik fehlt. Ein trauriges Kokiri-Theme wäre jetzt schön gewesen. Aber andererseits fehlt, glaube ich, auf dem Friedhof in Ocarina of Time auch die Musik bei Regen. Und in... Weiß ich jetzt gerade gar nicht. In... Kokiri selbst. Ich meine nicht Kokiri, ich meine das andere Dorf. Ich habe den Namen von dem anderen Dorf vergessen. Whatever. Hennemon hat alle unsere Feen mitgenommen. Und Saria ist immer noch außerhalb des Waldes. Ich hoffe, ich bete dafür, dass es ihr gut geht. Bitte rette Saria und die Feen. Okay. Ich will mal gucken, ob irgendwas hier drin passiert ist. Nee, hier gibt's immer noch den Song. Das wird ein langes Let's Play, meine lieben Freunde. Ich in Rollenspielen. Brudi, ich höre nicht auf, wie jeder Stein dreimal umgedreht ist. Ich hoffe, ihr könnt das akzeptieren. Hallo? Alle unsere Feen wurden gekidnappt. Wir Kokiris sind verloren ohne sie. Alright. Dann glaube ich, weiß ich, was jetzt zu tun ist. Moment. Kann ich auch einfach wieder rausgehen aus dem Kokiri Forest? Kann ich auch einfach sagen, okay, goodbye, ich gehe nach Hyrule. Prinzessin Zelda Bang. Oder so. Ich meine, wir sind im Mittelalter. Ah, nein. Büsche haben sich gebildet. Kann ich hier durchrollen? Nee. Ist auch gar nicht. Oh, Moment. Oh, doch. Nee, Moment. Ah, nee.
Normalerweise könnte man da oder da aus einer Ecke kommen, aber das ist hier nicht. Das heißt, die Map ist anders. Anders als im Original, so meine ich. Also zumindest habe ich das gerade so im Kopf und ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher. So, weiter geht das abenteuerliche Abenteuer. Ich hatte übrigens mal einen Majora's Mask Let's Play aufgenommen und es dann verworfen, nachdem ich es komplett aufgenommen hatte. Das war ein schönes Abenteuer, 120 Folgen waren dann lost, weil ich war nicht zufrieden mit dem Let's Play. Ich hasse es zugeben zu müssen, Link, aber ich kann den Wald nicht verlassen. Wir Kokiris können nicht außerhalb des Waldes überleben, ohne unsere Feen oder so. Wenn du diesen Baum niederstrecken könntest... Ich muss den Satz nochmal anders sagen. Wenn du diesen Baum da jetzt zum Fall bringen könntest, könntest du den Dämonen hinterherjagen und beweisen, dass du der Held bist, der du zu sein scheinst. Aber nur weil ich meine Fee verloren habe, heißt das nicht, dass ich dich nicht mehr verdächtige, Mr. Nicht-Feen-Typ. Aber vielleicht war ich wirklich ein bisschen zu gemein zu dir. Ich hoffe, das reicht als Entschuldigung, okay? Ja, das passt schon. Oh, okay. Ich dachte jetzt schon, ich aim jetzt hier eine Stunde gegen den Baum, aber die Hitbox war ganz, Gott sei Dank, größer als gedacht. Okay. Bleibt doch mal ein kleiner Pünüppel da stehen. Das ist okay. Oh. Hör ich hier neue Musik? Ah. Ah. Oh, Alter, ich musste mich erstmal daran erinnern, wie man... Ach so, ich habe keine volle Leben. Shit. Ach. Oh. Okay. Alles gut, denke ich. Ich hoffe, ich muss sie töten. Okay. Und da geht der Rubinflöten. Nice. Ist hier irgendwas im Wasser? Kann ich hier tauchen? Leider werde ich hier alles erkunden, meine lieben Freunde. Okay, da ist einfach nichts. Vergiss nicht links Spin Attack. Achso, damit kann ich auch einen Beam machen. Ja, ist mir klar. Hier, zack. Und dann beamt der da so. Immer in die Richtung, wo man hinguckt. Nice. Finde ich gut. Mag ich. Mag auch die Musik hier. Okay, die sind nett. Die sind aus Majora's Mask. Ich glaube, in Ocarina of Time gab es den. Oh, hallo! Was mache ich nur? Die Kluck-Kluck... Ich habe keine Ahnung, wie die gerade auf Deutsch heißt. Ist egal. Die Kluck... Moment, die hat doch gar keinen deutschen Namen. Die hieß doch in Deutsch einmal Romani Ranch. Und dann einmal anders. Ich glaube, das hier ist eine andere Ranch. Die Kluck-Kluck Ranch ist direkt weiter den Weg, aber die Deku-Guards lassen mich nicht durch. Bitte, kleiner Junge, hilf mir. Könntest du versuchen, durchzukommen? Ich brauche meinen Schuck... Mein Hühnchen Geburtszertifikat, whatever. Die Frau braucht auf jeden Fall was. Lass mich jetzt durch. Ey, hast du mich gerade angespuckt? Alter, ich boxe dich gleich um. Bam. Hey du, denk nicht mal drüber nach, hier durchzukommen. Wir Wächter... Wie Gott, das passt zu dir, Groff. Was heißt Grove übersetzt? Heißt Grove nicht sowas wie Städte oder so? Ich bin gerade überfragt, was Grove heißt. Moment. Ja, Englisch 10 von 10. Moment. Hain. Okay. Ich hab's gerade gegoogelt. Die Musik. Okay, mag ich. Finde ich gut. Hey du. Denk nicht drüber nach, hier vorbeizukommen. Wir bewachen den Part zum Dekoheim. Und niemand ist jemals an uns vorbeigekommen. An mir. Nicht mal dieser äußerst gruselige
Feensammler-Typ. Ja, er ist nicht durch dieses Tor gekommen. Und du wusstest auch nicht. Das wäre so lustig, wenn Tingle der Typ ist, der die Feen klaut. Das wäre ein Plot-Twist. Was machen die Flattenmänner da oben? Oh nein, das wollte ich nicht. Kann ich den Lied vorspielen? Oh, das wollte ich nicht. Okay. Scheinbar. Oh, ich habe das Falsche gespielt. Ei. Oh! Okay, schade, das geht nicht. Okay, ich habe keinen Bock, hier jetzt schon zu sterben. Ich speichere erstmal, Brudi. Da kannst du aber von ausgehen. Ich hoffe, Speichern funktioniert in dem ROM-Hack, aber ich gehe mal davon aus. Okay, der da ist bestimmt böse, oder? Ich habe Angst. Okay, der kann mich eh nicht hitten. Ich habe doch keine Angst. Okay, da kann ich runterfallen, aber ich muss... Alter, Digga! Beruhig dich. Kann ich das damit auch machen? Okay, nice. Vielleicht gibt's da unten aber was Schönes. Vielleicht gehe ich doch mal runter. Nee, vergiss es, Alter. Da kann ich nachher auch noch runtergehen, hoffe ich. Ich habe überall Angst. Ich habe nicht mehr viele Leben. Nein, Growth, das ist auch so ein Wort. Das ist halt nie im englischen Sprach. Also, nicht so oft. Alter. Alter, wo gehe ich denn hier lang? Alter, kann die Sicht sich mal ein bisschen ändern? Okay, alles klar. Oh, 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 oh Gott, Inkompetenz, sein Großvater ist übrigens auch mit dabei. Oh Gott. Die Sicht ist sehr bescheuert an der Stelle. Ja, ja, ja. Ich hoffe, sie haben... Shit, Digga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ist schon weil leer, dass ich das gespielt habe. Would you like to save? Okay. Uff, okay. Wo starte ich denn jetzt? Okay. Alles gut. Alles gut, meine Freunde, alles gut. So, die haben wir. Das sammeln wir ein. Ach, Mist, ich wollte mich nicht treffen lassen. Mist, ich hätte mal daran denken sollen, dass ich die auch alle wahrscheinlich mit dem Beam könnte töten. Oh, Mann, das gibt's nicht. Ich bin ein bisschen raus aus dem Zelda-Gameplay. Es ist lange her, dass ich diese Teile hier gespielt habe. Okay, ist alles gut. Was sind denn seine Missionen noch? Hallo? Oh. Hey du, du möchtest hier durch? Viel Glück. Du wirst nirgends hingehen, während ich dich beobachte. Hahaha. Okay. Okay, ja, danke. Oh, Moment. Er verschwindet immer vorher. Also schiebe ich die Dinger drauf. Und dann... Ah! Okay. Ist echt zum Glück verliere ich da keine Leben, das wäre richtig nervig. So, jetzt kann ich dich besiegen, weil du kannst nicht verschwinden. KC macht übrigens... Ach, weil ich runtergefallen bin, alles klar. Macht übrigens... Ja, 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 ja. Ja, okay, danke. Macht übrigens überwiegend Mario 64 rumhackt, die auch von sehr guter Qualität sind. Deswegen, ich hoffe nicht, dass... Oh, ich glaube, ich habe das Spiel gesoftlockt. Hallo? Spiel? Okay, ich habe das Spiel zum Abstürzen gebracht. Das kann passieren bei ROM-Hacks. Ich starte mal ganz kurz neu.